Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem FIFA 15 Karrieremodus Let's Play mit 1860 München. Ja, zuletzt haben wir gegen La Plata, genauso hießen die, mit 5-0 gewonnen und ja, das war schon eine relativ ordentliche Leistung. Da hat wirklich so einiges, nicht gerade, wenn man es so sagen kann, alles gepasst. Und ja, jetzt geht's halt weiter. Ich meine, jetzt gegen Al-Ittihad auf jeden Fall direkt weiter, dass wir hier mit der Vorbereitung durchkommen. Und das müsste ja sogar das letzte Vorbereitungsspiel sein, wie ich es mal gerade so überlege. Ja, und dann müssen wir hier nochmal gucken. Bringen auf jeden Fall erstmal noch ein paar Spieler von der Bank rein, damit die anderen auf jeden Fall zum Saisonstart fit sind und die von der Bank halt eben nochmal ein bisschen Spielpraxis bekommen. Ja, und dann passt das eigentlich auch schon soweit. Holen hier vorne noch auf jeden Fall Okot hier raus, weil wir den für den Saison starten, und bringen Hein, weil der mir eigentlich relativ gut gefallen hat gegen La Plata, weil er da nochmal ein bisschen belebt hat und weil er allgemein ziemlich gut von der Bank reinkam und ja auch noch das eine Tor, glaube ich, sogar gemacht hatte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und ja, da kann man ihn auf jeden Fall nochmal bringen. Mudic lassen wir mal draußen. Ja, das kann man eigentlich so lassen. Und dann legen wir auch direkt los, dass man nicht mehr hier lange in dieser Vorbereitung rumdümpeln, weil das ist mittlerweile Zeit auch irgendwie ein bisschen langweilig. Aber so für die Mannschaft kennenzulernen, war das schon mal ganz in Ordnung. Weil es halt schon dann bitter ist, wenn man einfach so eine Liga startet und da schon Punkte liegen lässt. Nur weil man die Mannschaft nicht wirklich kennt. Oder mit denen einfach nicht so klarkommt. Aber ich würde mal behaupten, wir sind einfach eigentlich auf einem ganz guten Stand. Haben jetzt auch hier nochmal das Heimspiel. Wir überspringen nochmal den Anfang. Und dann geht's auch schon los. So, hier erstmal Al-Ittihad mit einem Spielaufbau. Probieren hier erstmal ein bisschen was rumzuspielen. Über Mukhtar auf einen langen Ball auf die Außen zu Al-Muwallad. Stand da zumindest mal unten. Gerade stand aber ein anderer Name über dem Kopf von dem Spieler, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich mich mal voll auf unten konzentriert und dann fällt man direkt darauf rein. Und da kommen sie schon über Mukhtar direkt über eine Ecke zum Kopfball. Das war schon eng. Also, da hätte vielleicht sogar schon fast ein Tor raus passieren können, aber es war jetzt nochmal ein bisschen Glück. Habe ich aber auch nicht gut aufgepasst. Muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Das ist eine ganz neue Aufnahmesession. Ist. Spiel mal nach außen zu Wittek. Dann Rama, Weigel in der Mitte. Haben wir hier direkt Hein. Legen ihn mal quer zu Sanchez. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Nach außen zu Anger auf jeden Fall. Dann hier mal den Chip zu Wolf. Aber dann nimmt er den Ball zu sehr von der Verteidigung weg an. Und Al-Ittihad hat den Ball und baut erstmal auf über die Außen rechts Marquinho. Die Mitte Susanne, Maretan oder so ähnlich. Konnte ich jetzt nicht genau lesen. Mukhtar verliert auf jeden Fall erstmal den Ball. Und wir können nochmal ganz gemütlich neu aufbauen. Kagelmacher. Anger. Schätze auf jeden Fall, dass Al-Ittihad ja, so einen oberen Bereich der Zweitliga, wenn nicht sogar Bundesliga-Niveau haben sollte. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Sterne die normalerweise haben. Das konnte man ja auch eben leider nicht sehen. Aber die sollten schon eigentlich nicht schlecht drauf sein. Vor allem vom Pace werden die Bären stark sein. Oh, da konnten sie nochmal gerade so klären. Das ist nochmal ein Neuaufbau hier über Sanchez. Gefällt mir auch richtig gut, wenn ich jetzt mal so in die Vorbereitung denke. Anger, Adlung, der sowieso. Dann hier Weigel. Ah, das war knapp. Da hätte vielleicht sogar was draus werden können. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt auf links gerade war. Müsste Rama oder sowas gewesen sein. Vitek kommt nicht an den Ball. Fahad versucht über die Außen zu gehen. Passt ihn aber dann doch in die Mitte auf Mukhtar, der den Ball weiterleitet. Aber Kagelmacher kann den dann nochmal den Raum zumachen und den Ball einfach erobern. Probieren wir nochmal einen Neuaufbau hier über Anger, über rechts. Auf Wolf. Machen wir hier mal einen Pass auf Adlung. Dann auf Hein. Aber da ist direkt wieder alles ziemlich eng. Sanchez. Anger. Und dann ist er weg. Sukala hat's gerochen. Und wir haben ihn aber direkt wieder mit Schindler. Dann stecken wir ihn einfach mal durch auf Hein, aber das war zu lang. Schade.
Wenn er da den kürzeren Ball spielt, den einfach nur durch die Lücke versucht zu bringen, dann kann das eigentlich schon fast das 1-0 sein. Aber Hain hier wieder. Wolf über rechts. Sanchez. Ah, Schindler zurückgelegt und den Stefan springt den Ball. Da war ich jetzt ein bisschen aufgeregt. Wittek, Rama. Dann Weigel. Die mit ihren hässlichen Durchsagen gerade ins Stadion, das verwirrt mich total. Labert irgendwas von Eigentümer des Fahrzeugs, bla bla bla. Und dann habe ich nicht mehr zugehört. Adlung auf jeden Fall auf rechts. Wolf. Wieder Adlung. Ah! Wird aber gerade noch so gestoppt. Hein. Über außen, Wall der Drama. Aber auch der kann ihn da nicht unterbringen. Schade. Das wäre es vielleicht schon ein guter Zeitpunkt gewesen. Jamal. Auf Al-Muwallad. Beziehungsweise hier steht Fahad. Scheinbar ist das sein Künstlername. Rashid. Da steht auch ein anderer Name unten. Ah, Sanmar. Tean. Kommt rechts durch Fahad. Fahad im Strafraum, aber Wittek. Tackelt ihn da relativ souverän, aber dann der Pass weniger souverän. Rashid. Wieder auf Sanmar. Tean. Valderrama hat ihn aber gerochen. Spielt ihn erstmal wieder runter auf Sanchez. Und wir können laufen und laufen. Und der Pass war wieder so schlecht. Mann, ich wollte Adlung damit anspielen. Jetzt ein kurzer Leck. Mukhtar in der Lücke versucht sie erstmal da reinzusprinten. Das ist verdammt gefährlich, was die hier treiben. Rashid, Rama auf Adlung. Die pacen sich nämlich immer in die Lücken rein und versuchen so, da irgendwie ein bisschen Freiraum zu machen. Hein, Adlung, Sanchez. Ja, das ist wieder ziemlich eng. Wieder Adlung. Dann Weigel. Hein. Wieder Weigel. Legen wir mal nach außen zu Sanchez. Und da ist wieder alles eng. Wieder Hein. Zum gefühlten 100. Mal schießen wir einfach mal Sukala. Wehrt den locker flockig ab. Monty am Ball. Und er legt ihn erstmal nach vorne. Aber Alitiert kann nicht wirklich was Gutes aufbauen. Wir haben ihn wieder. Wittek. Weil der Drama. Probieren wir mal den langen Ball einfach auf. Ich weiß nicht, wer es war. Und Wolf war dann rechts doch im Abseits. Das müsste Rama oder sowas. Nee, Rama war es nicht. Ich weiß nicht, wer hier jetzt die orangenen Schuhe hat. Weigel war's, der da durchgesprintet war. Adlung wieder auf Sanchez. Sanchez auf Wolf. Wolf, probier. Ah Mann, ich wollte den lang spielen. Auf Adlung, aber das Spiel wollte nicht so ganz. Aber Kagelmacher hat den Ball direkt wieder. Altiat schenkt ihn jetzt extrem schnell ab. Wittek über links. Dann Rama. Adlung. Weigel. Warum wieder dieser kurze Pass auf Sanchez? Ich wollte den wieder unten links spielen, verdammt. Adlung. Wittek. Rama. Wieder Adlung. Ah. Wir haben extrem viel Ball. Wir sind 61 zu 39. Sehe ich gerade nur so oben am Rand. Wolf. Wolf, aber da ist. Das war ein Haken zu viel. Ich hätte einfach abschließen sollen. Das ist extrem schwer, da gegen die durchzukommen. Weil sie einfach hinten relativ kompakt stehen und auch schnell sind. Und die versuchen dann auf Konter zu gehen, wie hier wieder über Marquinho über links. Kasim, aber dann ist erstmal Halbzeit. Ja. Bin eigentlich relativ zufrieden mit der Leistung, weil hinten waren wir eigentlich relativ sicher, bis auf den. Ja, waren wir sicher, bis auf den Eckball, der am Anfang da reinkam. Und haben soweit nichts zugelassen. Die kamen kaum über unseren, in unsere Hälfte mal richtig rein. Aber wir haben auch noch nicht so nach vorne richtig den Schlüssel gefunden. Und müssen aufpassen. Weiter am Ball bleiben. Und direkt den nächsten Spielaufbau starten über Schindler. Zu Wittek. Bringen wir hier mal Rama. Dann wieder Wittek. Hartlung. Sanchez. Auf rechts. Zu Anker. Wolf. Dann wird's ziemlich eng. Adlung am Ball und der macht den nicht. Schade. Ich dachte nämlich schon, der sitzt. Das war wirklich verdammt knapp. Hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass der da ins Tor trifft. Falata. Aber der Ball rauscht einfach mal durch. Rama. Wieder neuer Spielaufbau. Schindler. Anger. Auf Wolf. Zu Adlung, aber warum, Mann? Dann tackeln sie wieder ab.
Sanatian, Abu Sawan, Kasim, Abu Sawan, aber wir kommen da nicht so richtig ran. Kasim über links. Gleich kommt der lange Ball, ich wusste es. Aber Schindler hat ihn dann nochmal Marquinho. Samertan, Marquinho, aber der wird irgendwie nochmal geblockt. Und Wittek auf Weigel. Zu Hain. Zu Adlung. Probieren wir da einfach mal den langen Ball auf Wolf. Aber Kasim ist da. Nee, das ist irgendwie keine Möglichkeit, da durchzukommen mit den langen Bällen, weil sie da extrem aufmerksam sind. Aber flach stehen sie halt kompakt. Jetzt probieren die selber mal den langen Ball. Aber Schindler ist da. Eicher. Nach unten zu Wittek. Ein bisschen steil. Wieder zu Rama. Jetzt müssen wir es mal vielleicht schnell machen. Adlung. Hain. Jetzt vielleicht ein Seitenwechsel, aber dann ist es wieder verdammt kompakt, was die da hinten treiben, ja. Und Sanchez passt letztendlich ins Leere, aber wir haben ihn wieder. Aber sie verlieren ihn auch extrem schnell und wie jetzt auch gut. Mukhtar sprintet da einfach mal von hinten rein. Jamal. Und das war, ja, war mir relativ klar, dass das ein Foul ist. Habe ich auch schon eigentlich mit nichts anderem gerechnet. Und die wechseln hier auch schon aus. Das ist auch schon die 61. Minute. Kommt mir noch gar nicht so lang vor. Aber okay. Adlung hat den Ball da eben einfach mal hinten rausgeholt. Hagelmacher. Aber auch über den Freistoß waren sie jetzt wieder extrem ungefährlich. Wenn man das mal gerade so überlegt. Verlieren halt extrem schnell den Ball. Aber sind halt auch hinten extrem gefährlich. Und können eventuell auch mit ein, zwei Pässen dann mal uns überbrücken. Das ist das, wo wir aufpassen müssen. Weigel. Adlung. Hein. Sanchez. Sanchez. Nee, dauert zu lange. Aber Wolf sprintet dazwischen. Adlung. Adlung. Wieder vorbei. Gut. Das war jetzt, da mache ich keinen Vorwurf, das war wirklich knapp. Aber war auch irgendwie ein bisschen glücklich, wie wir da zu dem Torabschluss überhaupt kam, aber wieder der Ball weg von Alidia direkt. Anger, Wolf, wir probieren es nochmal irgendwie mit einem hohen Ball, aber ich bin da auch ein bisschen planlos, gebe ich zu. Kasim, Wolf kommt da halb ran, zu Kalla. Alidia ist da, Abdul Fattah. Die haben aber auch Namen, dass man so überlegt. Gut, das sind halt Araber, aber fällt mir nicht unbedingt einfach, die zu kommentieren. Abdul Fattah. Auf Al-Rahab, beziehungsweise Rashid. Jamal. Die haben da laufend unten andere Namen stehen. Ich habe jetzt mal gerade drauf geachtet. Und wir werden jetzt auch auf jeden Fall mal wechseln. Weil es sonst wirklich mit der Ausdauer extrem eng wird und ich da nichts riskieren will. Und den anderen zudem noch mal ein bisschen Spielpraxis geben will. So. Dann auf jeden Fall mal Vollmann für Adlung. Stahl könnten wir auch nochmal bringen. Weiß ich gar nicht, ob wir den überhaupt schon gebracht haben. In der Vorbereitung. Bin ich mir eigentlich gar nicht mal so sicher. Bandowski. Der ist ziemlich angeschlagen. Nehmen wir auf jeden Fall mal nochmal Simon für Rolf. Für Wolf. Für Rolf. Für Wolf. Und dann passt das. Eigentlich. Ja, die sollten das eigentlich alle so weit durchhalten. Und dann geht's weiter. Der Einwurf von Wittig auf Rama zu Vollmann. Erstmal wieder die Seite gewechselt. Anker zu Simon direkt. Probieren wir einfach mal durchzuziehen. Kasim schenkt den Einwurf schon fast ein bisschen her. Aber war da natürlich auch unter Druck. Anker. Seitenwechsel bzw. in die Mitte zu Stahl. Der nach links zu Wittig. Und der versucht ihn durchzustecken, aber Rashid ist da. Marquinho, Al-Ra, beziehungsweise wieder Rashed. Jamal. Zu Suban. Keine Ahnung. Nach links zu Kasim und der Ball verspringt auf jeden Fall erstmal wieder. Und wir. Ah, Mann! Das hätte ich jetzt gerne schnell gemacht. Da war nämlich Platz. Anger. Stecken wir mal durch auf Simon. Der zurück zu Vollmann. Zu Hain und der wird einfach mal weggesetzt. Irgendwie können wir in dem Spiel, jetzt ganz im Gegensatz zu den Spielen vorher, von den spielerischen Aspekten echt nicht glänzen. Wir machen ein Passspiel wieder, ein gutes Passspiel auf jeden Fall, wie in der ganzen Vorbereitung.
aber es kommen eigentlich keine richtigen Chancen bei rum. Wir kommen nicht in deren Strafraum. Wenn man das mal so überlegt. Aber jetzt ist vielleicht mal ein bisschen Platz da. Simon. Aber Kasim wieder da. Verdammt. Ah, und jetzt nochmal neuer Spielaufbau. Aber auch wieder nur über die langen Dinger. Sukala auf Marquinhos. Aber der ist natürlich. Marquinho. Aber der ist natürlich weg. Ja. So richtig zufrieden wäre ich mit dem 0-0 nicht. Bin ich ehrlich. Weil wir einfach den Gegner eigentlich total im Griff hatten. Sie sind vorne super leicht auszurechnen. Probieren entweder irgendwie was in Lauf, flach, schnell oder halt eben hoch und weit weg von hinten. So richtiges Spielsystem war da eigentlich nicht zu erkennen. Nur eine gute Chance direkt nach dem Anpfiff mit der Ecke. Aber sonst war es das. Rama mit der Lücke. Und jetzt können wir da vielleicht mal reinkommen. Rama. Rama, aber dann die flache Flanke. Ist kein Abnehmer da. Verdammt. Sanchez auf jeden Fall. Neuer Spielaufbau. Probieren wir mal den hohen Ball. Aber Vollmann kommt da nicht ran. Ne, es wird wohl bei dem 0-0 bleiben. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber, naja, zumindest mal kein Tor kassiert. Defensiv stehen wir auf jeden Fall gut. Brauchen wir keine Angst haben vor dem Ligastart. Und offensiv waren wir eigentlich in der Vorbereitung auch ziemlich stark. La Plata Spiel als großes Beispiel. Hein versucht's nochmal, Monty tackelt ihn ab. Nee, das wird nichts mehr. Zuckerla. Nochmal der Spielaufbau vielleicht von Alitiat, aber direkt wieder weg. Stahl. Auf Simon. Die Flanke auf Hein kommt da dran. Aber dann köpfen sie nochmal zurück zu Alamri. Und das sollte es gewesen sein. Nee, es geht nochmal weiter. Abdul Fattah. Aber jetzt ist es vorbei. Das war's also. Spieler so 0 gegen Al-Ittihad. Gut, ich hätte jetzt einen Sieg, wäre toll gewesen, aber 61% Ballbesitz. Haben trotzdem nur 6 Schüsse gehabt, aber haben uns absolut nichts vorzuwerfen. Bin eigentlich spielerisch zufrieden, aber vom Ergebnis natürlich nicht. Ja, aber dann können wir im nächsten Part eigentlich relativ locker rein starten, beziehungsweise dann geht's direkt mit einem Pokalspiel gegen Kaiserslautern los. Also direkt als erstes Pflichtspiel mal K.O. Ja, wird auf jeden Fall interessant. Müssen mal gucken, was wir dann genau aufstellen. Und dann geht's in der Liga, gucken wir mal gerade, genau gegen Ingolstadt los. Ja, bin ich mal gespannt, wie das gegen Lautern wird. Könnte ein enges Spiel werden, oder wird ziemlich wahrscheinlich ein enges Spiel, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ist auf jeden Fall eine Wundertüte im Pokal. Das könnte schwer werden. Aber naja. Lassen wir uns, wie gesagt, einfach mal überraschen. Und ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, für den Part. Hoffe, dass es wieder gefallen hat. Und hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao.